FAR steht für Finanzmathematik, Aktuarelle. Wie heißt das? Also FAR könnte man so sagen, das ist eine Art Studium für den Bereich quantitative Methoden im Bereich des Finanzwesens. Die Branche, zu der dieser Studiengang ausgelegt ist, ist sehr interdisziplinar. Das heißt, man hat auf der einen Seite natürlich die quantitative Seite, die mathematisch abgedeckt ist, zum Beispiel durchs Modul Stochastik der Finanzmärkte, aber auch auf der anderen Seite BWL-lastigere Fächer, ja, um auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge besser zu erfahren. Das Besondere an dem Studiengang ist eigentlich, dass es Mathe mit wirtschaftlichen Fragestellungen kombiniert. Die Praxisnähe ist sehr hoch. Wir haben viele Professoren, die vorher auch schon im Unternehmen gearbeitet haben und deswegen immer ihre persönlichen Erfahrungen mit einbringen können. Hervorheben kann man den Austausch zwischen der Wirtschaft und dem Studiengang. Es kommen öfter mal externe Vortragende, die dann fachliche Vorträge über die Thematiken halten, die sie im Berufsleben beschäftigen. Das Besondere an diesem Studiengang ist, dass man für die Aktuarsprüfung schon 3 Module und die Eingangsprüfung absolvieren kann. Insgesamt sind es 6 und davon 3 schon fertig zu haben, denke ich, ist auch von Vorteil fürs Unternehmen, die einen einstellen wollen und damit viel Geld sparen. Also in den Übungen setzen wir quasi die Theorie um, auch in den Computer, da häufiger auch in der Praxis viel mit Computer gearbeitet wird. Wir benutzen vor allem die Software R, die auch in Unternehmen häufiger genutzt wird. R hat den Vorteil, die ist Open Source und man kann tatsächlich statistische Sachen einfach umsetzen. Das Lernen ist sehr familiär in kleineren Grüppchen, dadurch, dass man halt nur Anführungsstrichen 20 bis 30 Mann ist, kennt man sich auch alle vom Sehen her auch persönlich. Und wenn jemand eine Frage hat, sagt man nicht, nee, ich kenne dich nicht, ich beantworte jetzt deine Frage nicht, sondern man hilft sich immer. Für das FAR-Studium sollte man auf jeden Fall Spaß an der Mathematik mitbringen und natürlich auch Interesse, diese Mathematik dann am Ende auf wirtschaftliche Fragestellungen anzuwenden.